Leute, ich bin die Amanda von GameStop und ich bin hier mit Hand of Blood. Und wir trinken Bierchen zusammen. Ja, du nicht. Ja, ich nehm's dir gleich weg. Hey, what's up, you guys? I'm Paul from Team APS. Hello. My name is Hajime Sato from Japan. Hi, my name is Zulu and welcome to the World Championship Yu-Gi-Oh! Ich bin Schattenspieler und willkommen zur Weltmeisterschaft 2019. Hey, my name is Lars and I'm here at the 2019 Yu-Gi-Oh! World Championship. Welcome to Yu-Gi-Oh! World Championship. What's up, guys? Super! Oh, I'm Lucky here and this is Worlds 2019. Vorgeschmack zur WM das Invitation-Turnier statt, wo die ganzen Influencer, YouTuber etc. gegeneinander spielen können. Ich bin richtig gespannt, also das ist schon sehr cool. Ein paar von den YouTubern, die beim letzten Mal dabei waren, die sind ebenfalls mit am Start. Und wie immer, Michael ist nicht vorbereitet. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er sein eigenes Deck dabei hat. Aber auch Maurice ist wieder dabei und Julio ist wieder am Start. Also da, mal schauen, was da passiert. Auf jeden Fall geht das hier bestimmt ein paar Stunden. Aber das richtig Coole daran ist, am Sonntag können die beiden Finalisten, also der erste und zweite Platz, gegeneinander spielen auf der Live-Bühne. Gar kein Druck. Aber wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Ich habe gerade gesehen, eure Laune war so ein bisschen im Keller gerade. Erzähl doch mal warum. Ich war im Stress. Also eigentlich habe ich ein Deck extra krass geplant, mega lange Vorbereitung, aber es ist jetzt auf der Autobahn, das steht im Stau, also jemand sollte mir die Karten bringen. Das heißt, ich habe jetzt kein Deck gehabt und muss jetzt irgendwie ein Deck organisieren, dass ich gleich spielen darf. Das ist übrigens das zweite Mal, dass ich mitkriege, dass eure, ja ich sag mal, Deckstruktur und vor allen Dingen der Besitz eines Decks von euch immer sehr fragwürdig ist. Ich habe glaube ich noch nie einen von euch. Das ist nur bei ihm. Nee, bei ihm auch. Er hat auch schon wieder kein Deck dabei. Ja, aber beiden sind quasi eine Person. Aber man muss sagen, ich habe ja zwei Decks mit. Dieses Deck habe ich ihnen ja gegeben, also ich habe zwei Decks. Aber das andere Deck war auch von jemand anderem. Nee, das ist meins. Echt? Das ist wirklich meins. Ja, das, aber das andere, was du jetzt spielst, ist auch wieder. Ja, weil ich allein musste. Ja. Weil meins auf der Autobahn ist. Dabei musste ich eigentlich noch schneiden für den Vlog. Das habe ich eben gerade schon gesagt. Deadline bis 0 Uhr. Wie wollt ihr denn bis 12 euren Vlog noch schneiden? Wie wollt ihr das machen? Ich habe Laptop mit. Ich schneide hier gleich zwischen den Runden. It's no joke. Zwischen den Runden? Ja! So, Micha, mit was für einem Kartendeck spielst du denn heute? Weißt du das überhaupt schon? Ja. Hast du dir die Karten jemals angesehen? Ja, doch, einmal. Nein. Echt? Du hast sogar schon ein Turnier mit den Karten gespielt. Und, genau. Übrigens, da fällt mir was ein. Ihr müsst ein neues Video abchecken. 10 Arten von Yu-Gi-Oh! Spielern. Hammer. Also, dein Deck. Salaman Great. Oder Salaman. Großsalamander. Großsalamander. Ja. Wie oft hast du mit dem Deck schon gespielt? Ich habe schon. Das ist genau das gleiche Deck, was er in Düsseldorf zum allerersten Mal gespielt hatte. Ja. Jetzt kann es ein bisschen besser als damals. Ein bisschen. Ich glaube sogar, ich kann es schlechter, weil ich all die Kombos wieder vergessen habe. Also. Ja, und wie sieht es bei dir aus? Bei dir weiß ich, du hast dich wesentlich besser vorbereitet.
Ja, das stimmt als er, weil ich habe die Nacht, bevor ich hierher gefahren bin, mein Deck schon mal vorbereitet mit dem Haufen an Karten, wie ich es zusammenbauen will. Das war die bessere Vorbereitung. Ich habe es vorher auch noch nie gespielt. Ich glaube, einmal haben wir gespielt. Das war eine spontane Idee, die dem Kollegen eingefallen ist. Ich dachte, oh, die ist cool, vielleicht haben wir noch Zeit zum Probieren. Nope, wir waren so viel unterwegs, keine Zeit zum Essen. Wir haben voll den Stress, wir spielen das Turnier und müssen bis 24 Uhr unser Video geschnitten haben. Also, boah, ey, uns geht die Pumpe, ey, Wahnsinn. Nein, Tim hat gewonnen, er ist raus. Ja. Aber ich glaube, Micha, ich glaube, er hat absichtlich verloren. Nein, er hat fair gewonnen. Absolut fair gewonnen. Ich konnte nichts machen. Dann wiederhol doch bitte nochmal, was du gerade gesagt hast in Bezug auf Schneiden. Ja, wir müssen halt einfach bis um 0 Uhr irgendwas fertig geschnitten haben und wäre halt sonst nicht möglich, wenn ich jetzt im Turnier bleiben würde. Das ist aber purer Zufall. Das hat nichts damit zu tun, dass ich es verloren habe. Das klang aber fast so, als hätte er das gesagt, ne? Huch, ich habe verloren und ich kann dann mein Video schneiden. Aber eigentlich nein, Quatsch. Also ich glaube schon, dass Tim hier ordentlich rasiert hat. Natürlich. Guck mal, er ist ein besserer Spieler. Tim, Gratulation. Danke. Ich will echt auf der Stage, ne? Ja, im Anruf, du hast den ersten Step geschafft. Ja. Nein, ich muss das nächste Runde noch gewinnen. Danach muss ich noch mal eine Runde gewinnen. Dann habe ich gewonnen. Bin ich fertig. Und dann habe ich gewonnen. Ja. Einfach, ne, dann ist das schon geregelt. Ja. Ne? Ja. Das hätte ich die Handwerk auch nicht gegeben, hätte ich wohl bekommen sollen. Meanwhile ist Amanda auch sehr beschäftigt. Final competition will be between Trader Online Video and MST TV. Please give him a big applause. I mainly played against, I guess the first game I played against Pendulums, but he actually kind of bricked. I actually went first and I established full combo. I got lucky with the Saryuja. Saryuja actually drew into Chaos Dragon Levineer because I could not search it. But Saryuja gave it to me, but I couldn't finish him off because I went first. He set up double purple poison. And if I attacked into it, he would have blown up basically all my monsters. So actually, game one, the first round, I just had to play a bit slower until I got to BLS, the Link BLS. Yeah. And then he could not blow up anything anymore, and I just kept attacking. Okay. What's the deck you're most afraid of in the tournament? In tournament, Mirror Mash, for sure, Mirror Mash. Like, if you don't have the Mirror Mash, because right now my main deck, I guess since these games were just one game each, has basically three deck cards in the deck that I can't use again. I can't use the Twin Twisters against anybody. So if I draw into them, they are really dead. They're basically Brotar Ditch, like, or discard. Tim, das lief ja erstaunlich gut für dich. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht gewesen. Ja. Also, dass es so gut läuft, das ist auf jeden Fall cool. Und was ist das Geheimnis deines Decks? Wir wissen beide, Das verrate ich tatsächlich gar nicht. Aber das Video kommt erst später. Ach ja. Das Geheimnis des Decks ist halt, dass ich einfach wieder so alte Kombos ausnutze, die bei uns im Normalfall nicht mehr möglich sind. Ich bin mal gespannt, so, wie das dann läuft. Eigentlich ist es nur ein Würfelwurf entscheidend, weil wenn er eine gute Hand hat und nicht brickt, dann hat er eigentlich alles und ich kann nichts machen. Deswegen hoffe ich, dass wir ein richtiges Match spielen, also 2 von 3 Wins und nicht nur ein Spiel. Und dann bereitest du dich im Side-Deck noch vor? Genau, im Side-Deck werde ich dann auch noch mal ein bisschen anpassen. Okay, viel Glück. Danke. Wir dürfen jetzt die ersten Spieler besuchen, wie die gerade dabei sind zu zocken. Und Steffi von Konami hat durchklingen lassen, dass das da unten wie so eine krasse Prüfung ist. Ich weiß nicht, ob wir euch da ein bisschen was zeigen können, aber wir werden uns da jetzt reinsneaken und mal schauen, was da so passiert. Endzeitstimmung. What I can confirm as well is that you will be allowed to walk around to some extent. However, what we ask is that only 4 of you or so at a time are walking around. Nothing is off limits. Filming, photos. However, we ask you to be mindful again of the lanyards, so the minor players, Stephanie. Don't get too close to the table. You know, this is not cool. Yeah. They're playing WCS finals. But, you know, we want you to also have a great experience. We really want you to capture as much content as you want. There is a seating area. You can literally go in there at any point. Just no flash photography. Sorry, I didn't mention that earlier, but no flash photography. Any questions at this point, or do you want to have a look around? Okay. So, do you want to come with me to the TCG area? Vamos. Yep. Are we just in the breaker cell and come? Wir durften uns unten jetzt die ersten Vorrunden ansehen.
und wir wurden da durchgeführt. Also für mich war das ein sehr intensiver Moment, weil ich von allen Seiten diesen Druck gespürt habe, den diese Spieler da tragen müssen. Wie waren da eure Eindrücke? Ja, es war auf jeden Fall krass zu sehen halt. Also man ist ja auch nicht für uns so alltäglich, dass wir einfach runter dürfen oder bei den Worlds generell mal zuschauen dürfen, dass die überhaupt spielen. Also das ist für uns halt auch so ein einmaliges Erlebnis. Keine Ahnung, ob wir die Chance überhaupt nochmal bekommen. Ich fand's total verrückt. Wir mussten ja ultra leise sein. Wir durften die Spiele überhaupt nicht stören. Die waren wirklich sehr konzentriert. Und ja, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie bei der Abi-Prüfung damals. Ja, ich fand sehr krasser Einblick auf jeden Fall. Ich fand vor allen Dingen den Kontrast krass zwischen normalen und Duel Links. Also Duel Links ist ja die App als solches. Da waren halt überall Computer und es war krass wie so eine Kommandozentrale. Und alle waren so mega konzentriert und gefokust auf ihren Bildschirm. Und bei den Kartenspielen eher, da ist halt dieses klassische konzentriert eher. Und ich finde es sehr interessant, dass sie auch, ich sag mal, gewisse Aspekte geändert haben. Zum Beispiel haben sie jetzt die Timeout-Regel geändert, was ich persönlich sehr gut finde und ich glaube die Spieler ebenfalls. Und auch wesentlich interessanter macht, wenn dann irgendwann das Finale oder Halbfinale ausgestrahlt wird, dass dann die Duelle wesentlich spannender dadurch werden. Finde ich sehr gut und ja, coole Atmosphäre und ja, auf jeden Fall alle in Tryhard-Modus. Kurze Anmerkung vielleicht nochmal an der Stelle. Ich weiß nicht, wie das euch ging, aber ich hatte auch so den Eindruck, dass wir vielleicht ein bisschen stören. Also so ein schlechtes Gewissen beim Film so ein bisschen, weil man irgendwie Angst hatte, die Spiele aus der Konzentration rauszunehmen. Also so ging es mir zumindest, vor allem gerade, dass meine Kamera immer schön gepiepst hat. Das war das Allerbeste. Er stand da mit seiner Kamera und er hat halt angesetzt und dann macht es einmal piep. Und du wusstest genau, oh, ja, ja. Das war bitter. Also, mir ist das zum Glück nicht passiert, das wäre mir echt peinlich gewesen. Das wäre peinlich gewesen. Danke, danke, danke. An der Stelle, ja. Es ist was Besonderes. Also das durfte noch keiner vor uns. Ne? Also Yu-Gi-Oh! Gibt schon lange und die Weltmeisterschaften auch, aber das ist das erste Mal, wo wir echt da hinten hinter die Kulissen durften und wirklich sehen konnten, was die da eigentlich machen. Das ist schon krass. Julio hat das Mega-Format und ich bin auch richtig froh, dass ich dabei sein darf. Ihr müsst euch das wie so eine Art Buzzer-Duell vorstellen. Das heißt, it's time to smash? Nee, das, an sich heißt das einfach nur smash it. Smash it, genau. Einfach nur smash it. Und da ist halt einfach ein Buzzer da, zwei Leute treten gegeneinander an. Und ich lese quasi Kartentexte vor und die Leute müssen erraten, was es für eine Karte ist und bekommen dann am Ende auch eine kleine Belohnung dafür, dass sie mitgemacht haben. Geil, dann machen wir doch direkt mit. Ja. So, dritter und letzter Part von Smash It. Abschluss noch mit Cartoonist gegen Schattenspieler. Oh mein Gott. Und die Karte haben wir so ausgesucht, dass ihr die beide auf jeden Fall wisst, denke ich. Oh. Starten wir erstmal mit der ersten Karte. Okay. Und zwar, falls du ein Groß... Nein. So hier. Achso. Jetzt aber. Ja. Falls du eine Großart meiner Karte kontrollierst, du kannst diese Karte abwerfen und dann... Salamon Grade Spinny. Das ist richtig, 1-0. Ja. Nächste Karte. Ihr habt eben beide aufgepasst, hoffentlich, im Anime-Show-Duell. Oh nee, ne? Ja. Und da ist jetzt auf jeden Fall eine Karte von drin. Oh nee. Und zwar ist das Eimer. Du kannst diese Karte mit Chaosform als Ritualbeschwörung beschwören. Du musst als Ritualbeschwörung beschwören. Dunkler Magier. Diese Max-Karte? Das ist leider falsch. Das darf ich, ne? Jetzt darfst du dann. Ich muss den exakten Namen treffen, ne? Warte, wie heißt es? Ach so. Nee, Blue Eyes Chaos Max. Das ist richtig. Ah, nein. Ja, ich wusste, ich habe deswegen extra gewartet, bis der mal zum Text kommt, weil ich weiß, es gibt zwei so. Ja. 2-0. Okay. So, ja. Jetzt gilt's für dich, ne? Falls diese Karte als die Blutbeschwörung beschworen wird, wähle ein Monster auf dem Spielfeld, zerstöre das Gebiet. Zabok der Donnerunai. Nein. Oh mein Gott, ich habe keine Chance. Dann hast du an der Stelle gewonnen und dann darfst du dir drei Boosts. Gut gespielt? Ja, aber. Und Michi darfst du natürlich auch machen. Okay, ja, ich zieh natürlich die Ultra Ram. Okay, du Ultra. Hey, warte. Da ist keine drin. Warte, sag mir, wo ist noch keine drin? Der Röntgenblick. Sag mal, wo ist keine drin? Hier auf jeden Fall nicht. Okay, und dann kannst du jetzt die Ultra ziehen. Ich hasse dich, wenn das stimmt. Okay. Doch, die hier. Soll ich als erstes machen? Ja. Okay, also. Okay, let's go. Ha, ha, ha. Ohne Super Rare. Sehr gut, sehr gut. Und. Ist cool, jetzt habe ich drei davon. Und. Aha. Kein Ultra, aber Super Rare bin ich schon zufrieden. Also. So, und let's. Last one. Destiny. Oh, okay. Oh, wow. Das geht's ja nicht. Da, nix. Jetzt kommt die Ultra. Ja. Alter, pass auf mit Ansage. Was? Ich seh's nicht! Schade. Dann trotzdem vielen Dank, Gerne. Ja, bitte.
Ich habe euch die Kanäle der ganzen YouTuber mit in die Videobeschreibung gepackt. Checkt auf jeden Fall deren Content aus. Die haben noch viele, viele geile Sachen gemacht, unter anderem Deckanalysen. Die haben die neuen 3 Promokarten aus den neuen Tints aus 2019 vorgestellt und auch ein bisschen reviewed. Checkt das also ab. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal, ihr kennt das Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen.